Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Besse, ich bin Gestalttherapeutin und ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema Scham. Und heute möchte ich darüber sprechen, was Scham eigentlich genau ist. Auch wenn uns das normalerweise nicht unbedingt so bewusst ist, weil Scham im Alltag nicht regelmäßig auftritt, aber es ist ein ganz normales Gefühl. Es gehört also genauso zu unseren emotionalen, zu unserem emotionalen Spektrum wie Trauer, Wut, Angst, Ekel und so weiter. Aber was macht Scham so besonders? Du kannst dir das so vorstellen, dass Scham eine deregulierende Funktion hat. Scham ist massive Unlust bis hin zum Schmerz. Und sie hat evolutionär die Funktion, bestimmte Aktionen, bestimmte Handlungen zu verhindern und zu unterdrücken. Warum ist das nötig? Du kannst dir vorstellen, wir haben in unserem gesamten biologischen System immer einen Spieler und einen Gegenspieler. Ja, und da, wo unsere Tatkraft wäre unsere Tatkraft ungebremst, dann würden wir eben auch Dinge tun, die uns in Gefahr bringen, die uns schaden und so weiter und so weiter. So, warum brauchen wir also diese spezielle runterregelnde Emotion? Wir sind Säugetiere immer noch und als solche sind wir essentiell auf Gemeinschaft angewiesen. Wir sind auch für Gemeinschaft verdrahtet. So, und diese Gemeinschaft muss natürlich irgendwie organisiert werden. Die muss irgendwie funktionieren. Die bildet gewissermaßen einen Organismus in sich selbst. So, und Organismen haben die Eigenschaft und auch die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Und daher haben wir dieses Schamgefühl entwickelt. Scham kann uns also anzeigen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wenn wir gegen unsere eigenen Ideale verstoßen haben, vor allen Dingen aber, wenn wir gegen Erwartungen, wenn wir gegen soziale Erwartungen und Normen verstoßen haben. Das heißt, Scham hat evolutionär die Funktion, uns nicht zu weit vom Gruppenkonsens zu entfernen. Ja, also das ist ein Teil einer Gruppe, die sich dadurch schützt, dass sie Schamgefühle besitzt. Und das ist ein völlig natürlicher und wichtiger Bestandteil unserer Interaktion, unseres Gefühlslebens. Warum braucht es aber diesen Kanal? Und da kommt die toxische Scham ins Spiel. Und da gehe ich auch in anderen Videos näher drauf ein. Ja. Dieses Gefühl kann über den Verlauf unseres Lebens beschädigt werden. Also überstrapaziert, könnte man sagen. Oder auch missbraucht. Also es ist, geschieht auch sehr häufig in Machtstrukturen, dass Scham oder Beschämung gezielt eingesetzt wird. Ja, weil das nämlich dafür sorgt, dass die beschämte Person ein bestimmtes Verhalten unterlässt. Soweit, so gut. Das Problem taucht auf, wenn wir mit unseren Schamgefühlen unser sogenanntes Window of Tolerance, also das, was wir tolerieren, das, was wir aushalten können, wenn das durchbrochen wird. Ja, und dann kommen wir nämlich in einen traumatischen Bereich, in einen toxischen Bereich. Und das bringt uns aus bestimmten natürlichen Prozessen heraus, die normalerweise gut funktionieren. So. Was kann man dann tun, ja, wenn diese Scham beschädigt wurde? Also es gibt Wege, sich zurückzuentwickeln zu dieser ursprünglich gesunden Scham. Scham ist immer unangenehm, immer. Das ist so eingebaut. Aber wenn wir uns
in einem Entwicklungsstatus befinden oder in einem Zustand, wo wir ein gesundes Schamgefühl haben, dann sind wir in der Lage, diese Scham wahrzunehmen in einer bestimmten Situation. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße, das war nicht angemessen. Die fanden das nicht toll. Ja? Und dann ermöglicht uns das, weil es bewusst passiert, unser Verhalten zu ändern. Wenn wir in diesen toxischen Bereich kommen, sind die Schamgefühle missbraucht worden in der einen oder anderen Form. Und ja, dadurch haben wir unser Window of Tolerance verlassen. Und das ist so schmerzhaft, dass unser System dann anfängt, die Scham auszublenden, zu leugnen, gar nicht mehr wahrzunehmen und zu delegieren. Und diese Dinge passieren so blitzschnell, dass wir es bewusst nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, die allermeisten Menschen, die ich treffe oder die ich so wahrnehme, sind sich ihrer Scham nicht bewusst. Und auch mir passiert es, obwohl ich mich so lange schon mit diesem Thema beschäftige, auch mir passiert es immer wieder in einer bestimmten oder in bestimmten Situationen, dass ich mich rückblickend dabei ertappe, da hat wieder mein System eingegriffen. Ja, und ich habe tatsächlich wieder die Scham delegiert, obwohl ich doch schon in den allermeisten Fällen mitkriege, was passiert und es dann und mich dann dagegen entscheiden kann, ja, dann kann ich dieses unangenehme Gefühl aushalten, kann es wahrnehmen, kann es bei mir lassen, dann ist es meine Verantwortung, dann ist es mein Gefühl, ja, und dann habe ich nicht mehr den Drang, es an andere weiterzugeben, was auch ein Übergriff ist. Also dann werden, da wo ich sonst beschädigt werden würde, sage ich, nee, nimm du das. Und dann wird diese Person aber beschädigt und das wollen wir ja eigentlich alle gar nicht. So. Also, Scham ist ein soziales Gefühl. Es steuert die Homogenität einer Gruppe. Ein gesundes Schamgefühl können wir aushalten und wahrnehmen, obwohl es sehr, sehr schmerzhaft und unangenehm ist. Gesunde Scham kann uns dazu bringen, unser Verhalten anzupassen. Also es hat eine Sozialisierungsfunktion. Und damit ist es uns dienlich. Das ist der Grund, warum ich mich so dafür einsetze und warum es mir so ein Herzensanliegen ist, zu dieser gesunden Scham zurückzukehren. Denn wenn wir das gesunde Schamfenster, das, was wir an Schmerz, an unangenehmen Gefühlen, an Unlust ertragen können, wenn wir das überschreiten, dann fangen wir an, selber toxisch zu werden. Also wenn wir toxische Scham erlebt haben, Übergriffe, Grenzverletzungen, ja, und wir das nicht aushalten können, dann macht unser System so, das schiebt es weg und dann kriegt jemand anders es ab. Das heißt aber, dass der eigentliche Müll, ja, das eigentlich Toxische nicht verschwindet. Es verschwindet aus unserem Bewusstsein. Wir sind es los. Aber es ist wie bei der Müllabfuhr. Der Müll löst sich nicht einfach in Luft auf. Und das Geheimnis liegt darin zu sagen, in dem Sinne, ich produziere weniger emotionalen Müll. Und jedes Mal, und das gilt für alle Gefühle, wenn wir ein Gefühl bewusst wahrnehmen können, in unserem Window of Tolerance, in unserem Fenster dessen, was wir aushalten und verarbeiten können, dann schwingt sie aus, dann ist sie eine Weile da und dann löst sie sich aber auf und damit ist sie weg. Und dann brauchen wir keine Container mehr, dann brauchen wir keine Mülleimer mehr, dann brauchen wir keine schwarzen Schafe mehr. Ja? Und wir haben ein riesen, riesen, riesen Problem unserer aktuellen Kultur gelöst. Das erfordert Menschen, die bereit sind, sich diesem Schmerz zu stellen. Das ist auch kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Ich lerne jeden Tag immer noch.
Es dauert, bis wir das wirklich meistern, denn die allermeisten von uns haben Grenzverletzungen erlebt. Ich glaube, Menschen, die komplett gesund aufgewachsen sind, die können wir an einer Hand aufzählen. Aber das sind die Perlen. Und das sind unsere oder meine Vorbilder. Ja? Denn es hat noch einen anderen Effekt. Es ist nicht nur, du gewinnst, wenn du zu deiner gesunden Scham zurückkehrst, gewinnst du zwei Dinge. Zum einen schadest du dir nicht mehr selber und zum anderen schadest du nicht mehr anderen. Das heißt, du entwickelst auch eine ganz andere Empathie für andere, du entwickelst ein anderes Verständnis, auch für die versteckten Formen von Scham. Und das wiederum ermöglicht es Menschen, die sich sehr ausgegrenzt fühlen, zurück in die Gemeinschaft zu holen. Ja? Weil Scham auch den Effekt hat, dass wir ausgegrenzt werden. Das ist klar, wenn die Gruppe sagt, du bist eine Gefahr für uns, wir müssen unsere Homogenität schützen. Ja, das ist es, das, was es mit Scham auf sich hat. Wenn dich das ganze Thema interessiert, entweder als Betroffener oder auch als Elternteil, weil du einfach auch deine Kinder möglichst gut großziehen möchtest, oder auch als professioneller Lehrer, Arzt, Therapeut, dann lohnt es sich wirklich, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, und ich lade dich ein, einfach meinem Kanal zu folgen. Ich publiziere unregelmäßig, aber regelmäßig Videos und Artikel auf meinem Blog. Guck dich einfach mal da um. Meine Website ist charm-heilen.com. Da kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Du kannst hier unten den Kanal abonnieren und einfach auch noch ein bisschen mehr darüber herausfinden. Denn Scham hat unglaublich viele Facetten, kann sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen und Gesichtern zeigen. Und wenn du wirklich was für die Entmüllung unserer Welt, für unsere Heilung tun willst, dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du da bist und ich sage mal bis bald.